Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, da sind wir von Trader Online Video Yu-Gi-Oh! Spotlight, aktuelle Ausgabe, diesmal mit dem Dirk und ich bin mal zu Gast dabei, der Micha, vielleicht kennt ihr mich von den Magic Videos, wenn ihr mal reingeschaut habt. So, und wir beginnen, indem wir einmal ganz kurz den Gewinner des letzten Spotlights verkünden, das ist Cloud King. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Ultimate Guard Sponsored Packages. Das gibt es auch dieses Mal und zwar hier wieder ein schönes, cooles Ultimate Guard Sponsored Package mit einer Hipster Bag. Und wir haben ja eine Deckbox der Mystic Space Edition, die blenden wir ja auch im Hintergrund nochmal ein. Und zweimal UX Supreme Sleeves, jeweils 60 Stück, da könnt ihr schön angenehm zocken. An der Verlosung nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video kommentiert und liked. Dann seid ihr dabei. Ne? Gut, jetzt gehen wir aber zu dir, Dirk. Genau, worum zum heutigen denn? Thema. Wir haben heute unsere persönlichen Top 10 aus dem neuen Set Circuit Break mal vorbereitet. Bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Also für diejenigen, die schon die Sneak Preview schon mitspielen konnten, haben sicherlich einige dieser Karten schon hoffentlich ergattern können. Wir wollen aber jetzt zur Öffnung des neuen Sets oder zu dem Release des neuen Sets einmal unsere persönlichen Top 10 einfach mal kurz vorstellen und nochmal einen Ausblick geben, wie gut sich diese Karten auch vielleicht in unserem aktuellen Meta etablieren können. Ja. Den Beginn macht die Karte, vielleicht eine unscheinbare Karte für die meisten, beschauliches Leben. Mit dieser Karte, die wir nur während unserer Main-Phase, zu Beginn unserer Main-Phase 1 aktivieren können, solange wir keine Monster kontrollieren, bietet sie uns den Effekt, dass wenn ein Spieler ein Monster als Normalbeschwörung beschwört, für den Rest des Zuges keine Spezialbeschwörung machen darf, beziehungsweise umgekehrt, wenn er ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört, für den Rest des Zuges keine Normalbeschwörung machen kann. Eine durchaus sehr trickreiche Karte, da man durchaus ein ganzes Spiel ziemlich durcheinander bringen kann, da gerade die Kombination aus Normal- und Spezialbeschwörung bei einigen Decks durchaus spannend ist. Gerade, okay, gerade wenn man die Normalbeschwörung quasi als Start braucht, um dann die entsprechend starken Spezialbeschwörungen halt vorzubringen, kann diese Karte, wenn man sie richtig einsetzt, auch in den richtigen Themendeck einbaut, durchaus den Gegner ein wenig ärgern. Okay, okay. Platz 9. Platz 9. Da haben wir das übertriebene Begräbnis. Viele fragen sich, warum nehmen wir diese Karte mit in die Top 10 auf? Ja, sie mag durchaus ein paar Nachteile mit sich bringen, dadurch, dass man als Kosten halt ein Monster abwerfen muss und dann ein Monster mit einem niedrigen Level beschwören muss und es auch das beschworene Monster dadurch noch seinen Effekt verliert. Bringt diese Karte allerdings ein paar wesentliche Vorteile mit, die andere Begräbniskarten in der Vergangenheit nicht hatten. Und zwar haben wir nicht diesen Drawback, dass wenn die Ausrüstungskarte zerstört wird, dass das Monster ebenfalls das Feld verlassen muss. Außerdem haben wir den wesentlichen Vorteil, dass wenn wir die Karte zerstören, das kann super in Kombination mit einem Doppelzyklon passieren, dass das Monster dann den Effekt zurückerhält. Okay. Von daher eine Karte mit durchaus Kombopotenzial, die ich durchaus mal mit anlegen würde. Ja. Von daher probiert diese Karte ruhig aus. Sie ist zwar Secret Rare, wird aber denke ich mal als relativ günstig angesehen sein oder nicht unbedingt teuer zu erhalten sein, da diese Karte wahrscheinlich nur in speziell abgestimmten Decks gut funktioniert. Wir lesen ja auch die Kommentare, da könnt ihr natürlich auch reinschreiben, was ihr denn zu unserem Top 10 haltet, beziehungsweise auch was eure Favoriten sind. Ne? Aber gehen wir weiter mit Platz 7. Nee, Platz 8 haben wir jetzt. Oh, Platz 8, Entschuldigung. Ach, guck mal hier, zack, zack. Auf Platz 8, eine Karte, die bei vielen die Befürchtung ausgelöst hat, auf der verbotenen Liste das arme Landform verschwinden zu lassen oder zumindest einzuschränken, das Metaversum. Diese Farmkarte erlaubt es uns, eine beliebige Spielverzauberkarte entweder aus unserem Deck auf die Hand zu nehmen, beziehungsweise sie direkt zu aktivieren. Mhm. Kann durchaus spannend sein bei vielen Themendecks, die eine Spielverzauberkarte benötigen. Ich würde beispielsweise das Phantasma Spiraldeck nehmen. Ja. Das freut sich auf jeden Fall schnell, ihre Spielverzauberkarte auf das Feld zu bekommen, weil viele Kombozüge mit dieser Karte einfach nur möglich sind. Aber auch andere Top-Decks, wie beispielsweise True Draco oder auch das Spiel Oral, setzen auch viele Kombinationen auf ihren Spielverzauberkarten. Von daher ist diese Karte nochmal eine super Ergänzung, um dem Deck ein bisschen mehr Stabilität zu verpassen. Können wir direkt mal reinwerfen, falls ihr noch nicht wisst, wie das Phantasma Spiral-Deck funktioniert. Das hat der Dirk ja in Yu-Gi-Oh! Spotlight 2 vorgestellt. Richtig. Da könnt ihr mal reinschauen, indem ihr auf die Playlist schaut. Okay, genau. Gut, jetzt aber Platz 7, ne? Jetzt ja, aber, jetzt sind wir soweit. Genau. Kommen wir nun zu einem äußerst beschaulichen kleinen Drachen, der aber eher schauerlich daherkommt. Ja. Die Rede ist von Destodo, dem Schauer der verschwundenen Drachen. Ein neues Empfängermonster, das wir für den Preis der Hälfte unserer Lebenspunkte, was momentan vielleicht erst ein bisschen teuer klingt, gerade aber im späteren Spielverlauf eher günstig daherkommt, können wir diesen Drachen halt beschwören, indem wir ein Monster auf unserem Feld halt wählen und bringen dann diesen Drachen aufs Feld.
dadurch, dass er ein Level 7 ist und sein Level um das Level des entsprechend gewählten Monsters reduziert, haben wir einen direkten Zugriff auf jede Menge spielstarker Level 7 Synchro-Monster. Mhm. Besonders das Spioral-Deck macht davon Nutzen, indem es den antiken Feendrachen beschwört, um eine verbrauchte Spielfeldzauberkarte durch eine neue zu ersetzen. Okay. Aber auch andere Level 7 Synchros wie Schwarzer Rosendrache, Schwarzer Rosenmondlichtdrache können durchaus durch diese Karte einen zweiten Frühling erleben. Klar. Auf jeden Fall eine Karte mit Potenzial. Ja. Sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Und dadurch, dass die Karte nur rare wird, wird sie auch entsprechend gut und einfach zu erhalten sein. Ja. Kommen wir nun zum sechsten Platz. Dort haben wir die Wendschrecken Chimäre. Ein neues Ritualmonster aus der Wendschrecken-Reihe mit einem äußerst interessanten generischen Effekt, denn sie kann Zerstörungseffekte auf dem Feld annullieren, indem wir einen Zombie-Monster aus dem Friedhof verbannen. Okay. Durchaus sehr effektiv gegen alle möglichen Zerstörungseffekte. Es gibt immer wieder einige Fälle, wo Karten zerstört werden können. Und die Wendschrecken-Chimäre zwar verstärkt nur in Zombie-Decks wirklich effektiv, aber durch diesen generischen Effekt in diesem Set auf jeden Fall eine der effektiveren Karten, die man durchaus mal in Decks wie beispielsweise einem Shiranui-Deck sehr gut mal anspielen kann. Alles klar. Kommen wir nun zu Platz 5. Da hätten wir dieses Mal den Samurai-Zerstörer. Das wird langsam spannend, jetzt schon mal Platz 5. Ja, genau. Okay. Wir gehen nach Fernost und gucken uns mal dieses neue Synchro-Monster an. Wesentliche positive Aspekte zu dem Monster, muss ich sagen, ist zum einen, dass er halt ein generisches Synchro-Monster ist, also keine Einschränkung auf sein Material halt mitbringt und auch einen echt starken Effekt mit sich bringt. Zum einen kann der Gegner, wenn der Samurai-Zerstörer angreift, keine Karten oder Effekte aktivieren und er annulliert auch zudem noch die Effekte der Monster bis zum Ende der Battlephase, die er im Kampf zerstört. Durchaus stark, um gerade Flat-Monster, also Monster, die andere Effekte, ihre Effekte in der Battlephase auslösen, durchaus sehr stark unterbinden kann und dem Gegner damit wirklich gehörig auf die Nerven geht. Okay. Na, zweiter positiver Effekt an dieser Karte ist, oh, noch mehr. Ja, es kommt noch mehr. es wird noch besser. Wenn der Samurai durch einen gegnerischen Effekt das Feld verlässt, solange er verlässt, nicht mehr unbedingt zerstört wird, dann haben wir die Möglichkeit, ein beliebiges Maschinenmonster aus dem Friedhof zu beschwören. Was im Falle, wenn der Samurai zerstört wird, beispielsweise durch Kampf- oder Karteneffekte, sich direkt wieder selbst aufs Feld bringt. Ah, okay. Eine durchaus sehr spielstarke Karte, die man durchaus mal auf dem Schirm haben sollte. Von daher, probiert sie aus. Ja, okay, das zu Platz 4. Was ist jetzt auf Platz 4? Ja, es wird ein wenig spannend. Ist voll spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich zittere schon. Auf Platz 4 haben wir die unterbrochene Linie. Eine neue Ultra-Rare-Fallen-Karte mit einem äußerst spannenden Effekt, die es uns erlaubt, jede Zauberfalle oder auch jeden Monster-Effekt, der in der gleichen Spalte wie diese Karte annullieren kann und sie zerstört. Okay. Dadurch, dass sie eine Konterfallenkarte ist, bringt sie auf jeden Fall eine Menge Spielstärke mit. Problem an der ganzen Geschichte ist die Einschränkung, dass diese Aktivierung nur auf Karten in der gleichen Spalte halt funktioniert. Mhm. Dadurch, dass wir halt 5 Spalten durch die 5 Zonen in der Breite halt haben, ja, ist diese Karte durchaus mit Geschick zu spielen, kann aber in dem Fall, dadurch, dass sie halt keine Kosten hat, den Gegner ziemlich stark ausbremsen. Wenn man das gegnerische Deck, gegen das man spielt, sehr gut kennt, kann man auch ungefähr einschätzen, wo ungefähr spielstarke Karten auch liegen, auch wenn man die Karten des Gegners ein bisschen misst. Von daher, spielstark, aber wirklich ein bisschen tricky, weil man da wirklich mit Bedacht sie entsprechend platzieren muss. Ja. So. Nun ist es soweit. Kommen wir zum bronzenen Platz. Top 3, genau. Und dort haben wir den ausgeglichenen Zweikampf. Eine äußerst spielstarke Fallenkarte, die wir am Ende unserer Battlephase aktivieren können und den Gegner dann dazu zwingen, so viele Karten von seinem Feld zu verbannen, bis er genauso viele Karten kontrolliert wie wir selber. Zweiter ergänzender Effekt dazu ist, dass wir diese Karte auch direkt von der Hand aktivieren dürfen am Ende der Battlephase, sofern wir keine Karten kontrollieren. Eine extrem starke Karte, die auch zu Recht entsprechend als Secret Rare erscheint. Mhm. Allerdings nur auf dem bronzenen Platz, dadurch, dass diese Karte nicht verhindert, dass wir trotzdem noch durch gegnerische Karten Schaden erleiden können, würde ich sie nicht als Top-Karte bezeichnen. Sie wird auf jeden Fall in vielen Decks auf jeden Fall einen Platz finden, mindestens im Side-Deck. Ist allerdings halt nicht der Überkracher, weil wir einfach diesen Schutz einfach nicht haben. Ja. Dennoch kann sie auf jeden Fall in der richtigen Situation, im richtigen Augenblick auf jeden Fall den Gegner noch ein ganzes Stück zurückwerfen. Ja, ja. Kommen wir nun zu Silber. Platz 2. Jetzt wird es richtig spannend. Und zwar haben wir hier den Spioral Doppelhelix.
die Karte, auf die das Spiral-Themendeck nur gewartet hat, um ihrem Deck nochmal einen letzten Push zu geben. Das Deck an sich ist in Japan jetzt schon extrem stark. Viele der Turniere bestehen im Prinzip zu 90% nur noch aus dem Spioral-Deck. Oh. Bei uns in Europa ist dieses Deck noch nicht so stark verbreitet. Spioral Doppelhelix könnte das Ganze noch einmal ein wenig verändern. Ja. Dadurch, dass jetzt diese Karte mit einem sehr starken Effekt noch um die Ecke kommt, kriegt dieses Deck nochmal einen extrem starken Push. Es gibt auch schon die ersten Beispielvideos von sehr starken Kombinationen, mit der wir es direkt im ersten Zug mit nur zwei Karten wohlgemerkt. Ein Feld mit vier Link-Monstern, die auch noch Co-Link sind und unter anderem auch zwei Firewall-Drachen beinhaltet, auf das Feld legt. Von daher, dieses Deck wird mit Sicherheit das Turniergeschehen in den nächsten Wochen noch eine Weile beschäftigen. Bleibt abzuwarten. Der Doppelhelix auf jeden Fall gerechtfertigt auf Platz 2. Ja. Warum nicht Platz 1? Platz 1 für mich, tada! Platz 1 für mich ist in diesem Set definitiv Nummer 41 beim Guska, der schrecklich müde Tapir. Ja. Gewonnen deshalb, weil meiner Meinung nach dadurch, dass er ein generischer Rang 4 Exit ist, also quasi in so ziemlich jedem Deck, was ausreichend Level 4 Monster spielt, ihn ohne Probleme aufs Feld bringt und mit einem sehr starken Control-Effekt um die Ecke kommt. Dadurch, dass er halt alle Monster, sofern er in Verteidigungsposition liegt, automatisch in die Verteidigungsposition dreht und alle aktivierten Effekte unterbindet, haben wir dadurch eine sehr starke Karte, die dem Gegner auf jeden Fall eine Menge Probleme bereiten kann, wenn er nicht zufällig gerade einen Kaiju oder ähnliche Karten zur Hand hält. Ja, yeah, okay. Auf jeden Fall eine Karte, die ein bisschen mehr Leben ins Spiel bringen wird und durchaus, stimmt, ja, ja, durchaus in vielen Decks ein großes Feuerwerk entzünden wird. Also haben wir schon einen Einfluss auf die Turnierdecks, kannst du sagen. Also die Edition wirkt hier schon definitiv auf jeden aus. Fall. Das bisher noch eher unter dem Radar, vielleicht noch eher weniger unter dem Radar laufende Spioraldeck wird auf jeden Fall durch den Doppelhelix einen starken Push erfahren. Aber auch wieder durch die vielen super generischen Karten, die wir bekommen, werden auch einige andere Decks auf jeden Fall einen guten Support mitbekommen durch das neue Set Circle Break. Mal schauen, inwiefern auch andere Themendecks davon profitieren können, gerade von solchen unscheinbaren Karten wie Betaversum oder den Samurai-Zerstörer, dürften wir auch eventuell noch Glück haben und noch ein paar andere neue Decks auf den Turnieren wieder öfter sehen. Ja, können wir das eigentlich eine ganz gute Brücke zu den Rubriken, die wir jetzt noch reinbringen wollen. Es kommt ja mehr Yu-Gi-Oh!-Content jetzt von uns. Genau. Hier, Dirk hat sich ja überlegt, so eine Rubrik wird ja sein Deck of the Underdog. Da passt das ja eigentlich ganz, ganz gut. Da könntest du ja auch was drum stricken. Genau, da werden mit Sicherheit einige dieser Karten auch als neue Tech-Karte für einige Decks mit Sicherheit auftauchen. Bleibt abzuwarten, abhängig davon, welche Decks wir noch vorstellen werden. Wir haben schon ein paar in petto. Lasst euch auf jeden Fall überraschen und verfolgt auf jeden Fall unseren Kanal. Und ansonsten bleibt mir nur eines zu sagen. Danke fürs Zuschauen und lasst auf jeden Fall noch mal ein paar Kommentare zurück. Ja. Was sind eure persönlichen Top 10 aus dem neuen Set Circuit Break? Genau, sagt euren Freunden Bescheid, dass jetzt mehr Yugi-Content kommt. Wir brauchen hier jetzt Gefolgschaft, Zuschauerschaft, ein bisschen mehr werden auf dem Kanal. Wenn euch das gefällt, was wir hier treiben, dann lasst ein Like da, gebt ein Abo und empfehlt uns weiter. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Super.